Hallo, ich bin Thomas oder Helmchen, ganz wie ihr mögt, und ich möchte euch heute ein kleines Video zeigen zum Thema Verleihen. Ich möchte euch zeigen, warum es wichtig ist zu verleihen und warum es nicht unwichtig ist, richtig zu verleihen. Zum Testen habe ich mir dafür drei Hölzer gesägt, die stammen alle aus einer ca. 40 cm breiten Eichenbohle. Und daraus habe ich drei Abschnitte getätigt, die ca. 3 cm breit sind. Für den Versuch ist es ziemlich egal, ob die jetzt gerade 3 cm breit sind oder 1,50 m lang, 2 m oder 3 m. Das ist für den Versuch vollkommen egal. Jetzt stellt sich die Frage, warum verleihen wir? Möchte ich zum Beispiel einen schönen Tisch aus Eiche bauen, ist es natürlich möglich, herzugehen zu sagen, ich habe hier 40 cm breites Brett. Und ich nehme genau dieses Brett ohne Verleihen. Was passiert, wenn das Holz nass wird, wenn das Holz arbeitet? Und was passiert, wenn ich eine Verleimung habe? Und was passiert, wenn ich eine richtige Verleimung habe? Und das möchte ich jetzt mit diesem Video mal versuchen zu zeigen. Begleitet mich ein Stück und wer weiß, vielleicht findet ihr ein paar neue Erkenntnisse. Kommen wir jetzt einmal kurz zu etwas Theorie. Und zwar, was passiert mit dem Holz, wenn es trocknet? Nehmen wir jetzt einmal an, dieses hier wäre eine 3 oder 4 Meter lange Bohle, die gerade im Sägewerk zersägt wurde und zum Trocknen hingelegt wird. Man kann jetzt hier anhand der Jahresringe sehr schön erkennen, hier ungefähr hätte der Kern gelegen, irgendwo hier unten, ist ja auch ziemlich egal. Und jetzt wird diese Bohle zum Trocknen hingelegt. Was passiert? Diese Bohle würde, übertrieben gesehen, vom Kern weg trocknen und nach oben wandern, vom Kern quasi weg. Meistens erkennt man das auch daran, weil das nach außen immer eher schwindet, dass die Risse bei Holzklötzen oder irgendwelchen Baumstämmen meistens immer außen anfangen. Das heißt, vom ganzen Durchmesser her fängt das an zu reißen, irgendwann kommt ein Riss und der verbreitert sich, weil das Holz nach außen schwindet. Das passiert beim Trocknen. Haben wir jetzt aber trockenes Holz wie dieses hier, welches ich jetzt aber gerade plan geholt habe, und ölen das Ganze oder unterliegt Witterungseinflüssen wie Nebel, Regen, Wasser in jeglicher Form, passiert natürlich etwas Gegenteiliges. Das heißt, übertrieben gesehen würde das Holz, was jetzt wieder plan wäre, durch das Ölen der Oberfläche wachsen und würde sich zurückbiegen. Und hier schauen wir jetzt mal mit meinen kleinen Versuchen, die wir machen werden, was passiert. Hier haben wir jetzt gerade diese drei Hölzer. Und zwar machen wir aus dem Holz 1 einen Versuch, den wir überhaupt nicht verleihen. Mit dem zweiten werde ich nachher in ca. 6 cm Schnitten Hölzchen sägen und sie wieder so verleimen, dass die Maserung diesem Bild entspricht. Und mit der Leiste Nummer 3 gehe ich her und säge ebenfalls 6 cm Leisten und werde diese aber entgegengesetzt einbauen. Das heißt, wäre dies hier jetzt mein Kopfholzbrett und ich habe jetzt hier irgendwo 6 cm Schritte, würde ich das so verleimen, dass die Maserung so verläuft. Dann einmal so, wieder so, oder so. Eben gegenläufig. Und warum das Ganze gemacht wird, erkläre ich euch dann später. Jetzt haben wir hier bekanntermaßen unsere Leiste Nummer 2. Das ist jetzt alles hier vorne nur sägerau. Normalerweise würde man diese Leisten ja noch abrichten, klar auf dicke hobeln, breite hobeln.
Das sparen wir uns jetzt. Das sollte für diesen Versuch ziemlich unerheblich sein. Jetzt gehen wir also her und verleimen das Ganze. Und zwar genau so den Jahresring entsprechend, wie es bei der Leiste Nummer 1 war. Das war Leiste Nummer 1. Und genau so in dieser Anordnung verleimen wir das Ganze. Das Ganze lassen wir jetzt natürlich trocknen und widmen uns der dritten Leiste. Hier haben wir jetzt die Leiste Nummer 3 und einmal der Vergleich wieder zur Leiste 1. So war sie zersägt. Und jetzt ordnen wir die Klötzchen etwas anders. Hier verlaufen die Jahresringe so. Und wir drehen jetzt einfach jeden zweiten um. Und verleimen das Ganze. So, jetzt sind die Leisten Nummer 2 und 3 verleimt. Ist ja klar, durch die Sägeschnitte sind die jetzt etwas kürzer wie Leiste Nummer 1. Und um den Einfluss vom Öl zu simulieren, werden wir sie jetzt gleich in ein Wasserbad legen und etwas einwirken lassen. Durch den Einsatz der Hölzer vorhin beim Leimen sind diese Leisten noch immer sehr gerade. Ich hatte erst überlegt, einmal kurz drüber zu schleifen, aber das spare ich mir, weil sie eben noch ziemlich gerade sind. Das Einzige, was passiert ist, ist bei der Leiste Nummer 2. Die Leiste Nummer 2 ist etwas bauchig geworden. Hier ist die etwas hohl, hier vorne auf der Seite ein bisschen bauchig. Aber in der Kopfholzrichtung interessiert mich das überhaupt nicht. Schließlich geht es um diese Fläche hier beim Leimen. So, dann gehen wir sie jetzt mal wässern. Und lassen Sie einfach mal 5 Minuten einwirken. Jetzt sollte natürlich auch noch eben gesagt sein, dass die Eiche ein Holz ist, die nicht ganz so stark schwindet. Im Vergleich dazu wäre Buche idealer gewesen. Dort ist zum Beispiel das Spundaufmaß beim Trocknen fast um ein Drittel höher wie bei der Eiche. Gut, jetzt gehen wir 5 Minuten warten. Und danach lassen wir die Hölzer erstmal im Trocknen und lassen das Wasser noch etwas wirken. Das Einweichen der Eiche hat jetzt ein bisschen länger gedauert, das war jetzt eine knappe halbe Stunde. Ist natürlich bei den harten Fasern nicht ganz verkehrt und hoffen wir, dass sich das jetzt gleich ordentlich verzogen hat. So, wir sind aus dem Wasser raus. Man sieht ja auch erstmal, wie die Eiche schon das Wasser schon dunkel verfärbt hat. Und jetzt lassen wir das mal eben in der Luft noch einfach ein bisschen trocknen. Und dann schauen wir mal, ob es sich verzogen hat und wie es sich verzogen hat. Hier haben wir jetzt unsere drei Leisten. Ungefähre Trockenzeit jetzt, nachdem ich sie aus dem Wasser geholt habe, ist ungefähr eine Stunde gewesen und somit hatte das Holz auch genug Zeit, ein bisschen aufzuquellen. Jetzt suche ich mal eben noch schnell eine bessere Kameraposition, um gleich zu gucken, wie das Holz gearbeitet hat. Hier sind jetzt also die drei Leisten und jetzt gucken wir mal, jetzt drehen wir die einmal um und schauen mit einem großen Winkel. Und ich hoffe, dass man das im Video gut sehen kann. Hier vorne, in diesem Bereich, ist ein Lichtspalt zu sehen. Zoomen wir mal etwas ran. Ich denke mal, da kann man es sehen. Da vorne in dem Bereich hat also das Holz nicht so stark gearbeitet wie im äußeren Bereich. Das heißt, beim Trocknen und auch später beim Wässern oder Ölen
bei allen Witterungseinflüssen arbeitet das äußere Holz mehr wie das Holz, was Richtung Kern des Baums ging. Aber das Brett ist relativ gerade geblieben. Jedes Holz arbeitet und das hier wäre jetzt eine gute Basis, auf der man mal eben wieder kurz etwas flach schleifen könnte. Das war die Leiste Nummer 3. Die Leiste Nummer 2, man merkt schon, die kippelt. Leiste Nummer 2 war ja ebenfalls verleimt, aber genauso wie die Jahresringe im Baum auch vorher waren. Und schon ohne großes Zoomen kann man sehen, der liegt hier vorne im Splintbereich auf. Das heißt, das Holz hat sich entgegen dem Trocknen, weil es ja wieder nass geworden ist und aufquellen konnte, zurückgebogen. Und der Lichtspalt ist, glaube ich, auch schon ohne Zoom sehr gut zu erkennen. Das heißt, das sind bestimmt 1 bis 2 mm, die sich das Holz hier locker verzogen hat. Also kann man hier schon mal den Unterschied dazu erkennen, dass eine Verleimung wirklich wichtig ist oder dass es nicht unwichtig ist, richtig zu verleimen. Und die Leiste Nummer 1 war das unverleimte. Und da erkennen wir auch einen Spalt. Hier vorne in der Mitte wundert mich jetzt zwar auch ein bisschen, dass der nicht ganz so extrem ausgefallen ist, aber auch das ist locker ein Millimeter. Das ist also auch locker ein Millimeter und man merkt auch, dass die ganze Leiste extrem kippelt. Damit haben wir eigentlich schon mal einen guten Unterschied sehen können, was passiert, wenn ich nicht verleime. Wenn ich verleime, wie es vorher im Brett war. Und wenn ich einmal hergehe und gegenläufig verleime. Ich hoffe, dass ich mit diesem kleinen Experiment zeigen konnte, dass es wichtig ist zu verleimen. Dass es besser ist, darauf zu achten, wie man verleimt, damit man später so wenig Verzug wie möglich hat. Es sei auch noch eben kurz gesagt, dass es nach Möglichkeit besser wäre, Kernholz neben Kernholz zu bauen und Splintholz an Splintholz, oder zumindest das, was im äußeren Bereich ist, der Splint bei der Eiche wäre jetzt hier dieses Stück. Das könnte man natürlich entfernen, aber jedes Holz, was eher Richtung außen geht, neigt dazu, mehr zu arbeiten. Das heißt, würde also dieses Stück gegen dieses Stück verleimt, würde das gleichmäßiger arbeiten. Würde jetzt der äußere Bereich mit einem Stück aus der Mitte verleimt, würde es eine Kante geben und ich glaube, das Ganze schimpft sich Einschlag. Wenn zum Beispiel das Splintholz mehr schwindet oder mehr wächst, dann entsteht eine Kante im Gegensatz zu dem Holz, was mehr Richtung Kern geht. Und ich hätte noch einen kleinen Tipp für euch, wenn ihr irgendwann mal sagt, ihr habt jetzt einen Tisch gebaut, ihr habt einen Tisch gebaut oder ein kleines Schränkchen, irgendwie eine Abdeckplatte für irgendwas. Und wenn ihr die ölt, gebe ich euch den Rat, ölt die Oberseite und die Unterseite. Damit wird dann ein bisschen gewährleistet, dass das Holz gleichmäßig arbeitet. Das heißt, würdet ihr nur die Oberseite eines Tisches ölen, würde die Oberseite quasi aufquellen, wenn die Unterseite starr stehen bleibt. Das heißt, auch das fördert wiederum die Wellenbildung oder den ganzen Verzug eines Tisches. Jetzt hoffe ich, dass ich euch ein bisschen helfen konnte und es wäre schön, wenn ihr sagt, das Video wäre hilfreich. In einem meiner nächsten Projekte, das eigentlich schon abgeschlossen ist, aber noch bei der Videobearbeitung ist, zeige ich das auch einmal kurz mit dem gegenläufigen Verleimen. Das wird ein kleiner dreieckiger Ecktisch und da schauen wir mal, vielleicht sieht man sich ja wieder. Macht's gut.